Schön, guten Tag, Mahlzeit, ihr Nasen, und herzlich willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Ja, mit dem Laszlo am das, Bett, Maus, ja, und Tastatur. Maus und Tastatur als Homosexueller, das Verraten passt, ja. So zum Allgemeinbild meines Charakters. So. Jetzt sind wir nicht hässlich und ich bin. Nee, jetzt muss ich nicht rufen, ich bin hässlich und ich bin stolz und ich bin hässlich und ich bin schwul. SpongeBob wäre proud of me. Oh nein, ist online, jetzt benutze ich englische Wörter. Nein, soweit ist es schon gekommen. So, das ist der Zigarettenschoff. Du wuselst, als ob du keinen Plan hast. Wir ziehen uns. Auf dem Hauptboulevard in Hollywood. Bin mir nicht sicher, ob es das war. Ich muss gerade mal gucken. Zunächst müssen sie da zu diesem Tabakladen. Ich weiß auch nicht, ob das der war. Fine Wine Delicate Restaurant. Nee. Ich glaube nicht. Du könntest aber auch mal ganz von abgesehen, du hast ja jetzt im Prinzip eine Quest geschafft. Du könntest auch zu Hause nochmal gucken. Das ist ja jetzt auch ein bisschen Zeit vergangen, seitdem du den Flashball in den Briefkasten gestopft hast. Stimmt. Das sollte man wirklich mal machen, wenn man so, solche Quests löst, auch mal regelmäßig mal gucken, weil da kann was bei rumkommen. Es ist mir nämlich am Ende meines Let's Plays passiert. Ich habe alles Mögliche gemacht, dann war der Briefkasten proper voll. Aber ja. Hier. Wir müssen jetzt mal gucken, das Poster müsste jetzt eigentlich schon irgendwo hängen. Kann auch sein, dass es erst später ist. Weil wir ja noch ein. Den lassen wir mal drin. Weil wir ja noch ein zweites Apartment später kriegen. Weiter Netzwerkkarte. Das nächste Terminal ist im Keller. Das Nocturne Theater in Downtown. Infos folgt. Niemand darf wissen, dass du da warst. Bei unsichtbar und keine Toten. Du musst für mich eine kabellose Kamera installieren. Ich schicke dir noch die Anweisungen, wie du sie aktivierst. Sobald sie installiert und aktiv ist, log dich ins Verzeichnis Netzsicherheit ein. Passwort auf Holz klopfen. Und für den Befehl Schrecknet aus. Info Theater. Das Nocturne Theater ist in Downtown. Gegenüber vom Empire Arms Hotel. Ich habe keinen Schlüssel für die Vordertür kriegen können, also musst du durch die Kanalisation rein. Sorry, mehr konnte ich nicht tun. Kabellose Kamera. Die Kamera ist unten in deinem Briefkasten. Jemand hat für mich die Lage erkundet und er hat den besten Platz für die Kamera mit einem roten X markiert. Finde wahrscheinlich irgendwo hoch oben und montiere die Kamera. Sobald sie fest sitzt, lock dich ein. Im Terminal unten ein und finde das Verzeichnis Kamera und gib den Befehl Netcam ein. Du kannst den Hub erst aktivieren, wenn die Kamera installiert ist. Der Prinz befördert dich. Hey Boss, ich habe Frühjahrsputz gemacht und bin über was gestolpert, das ich reizen könnte. Hier wohnte mal einer mit einer ungesunden Vorliebe für unsere heißgeliebte Psycho-Pin-Up, Jeanette Wurman. Ich bin etwas nostalgisch, also wenn du eine Kopie von Tap Hotel auftreiben kannst, spiele ich mit, gebe ich dir ein Poster von der aufreizenden Irren. Steck den Film in deinen Briefkasten und ich bringe es dir in deine Zuflucht. Der Prinz befördert dich, ist wahrscheinlich dann, naja, der Arsche gewesen. Ein Poster von Jeanette Wurman, was? Film Tap Hotel, haben wir schon einen gefunden, einen Film namens Tap Hotel, ich glaube nicht. Nein, sieht nicht so aus. Müssen wir den anscheinend noch finden? 11 Erfahrungspunkte haben wir. Nicht der Snuff-Film, ne? Ne. Tap Hotel. Aber die Kamera können wir mitnehmen. Ach, die du jetzt natürlich. Ich habe gedacht, du guckst auf den Briefkasten und ich kommst. Ich dachte eigentlich dabei. Auch auf den Briefkasten, aber. Ach, der Laszlo. Troika-Cam. Wieder eine Anspielung auf den Entwickler. Ihr könnt es aber auch nicht lassen. Ich finde sowas cool. Das passt schon. So, wir müssen immer noch den Tabakladen finden. Also, wir haben gesehen, einer ist nach Hollywood gezogen. Ein Laden, nämlich der hier. Aber das sieht für mich nicht nach einem Tabakladen aus, oder? Weil. Kann mir nicht helfen. Das ist ein Kaffee. Tabakladen, was könnte hier ein Tabakladen sein? Einfach mal. Ach, hier war die Kunstgalerie. An
Ansonsten gucken wir mal am Pier unten, da könnte ja auch was sein. Wahrscheinlich so klein der Laden in Übersicht, Mann. Ja. Ist deiner definitiv nicht. Hier links war Foxy Boxes. Ach, da! Das sieht nach Tabakladen aus, ja. Das ist ein schönes Ambiente, finde ich. Ich glaube, das ist neu, das kenne ich nämlich überhaupt nicht. Neun Leben? Ash Rivers nach tödlichen Unfall unverletzt. Zeitung. Zeitung. In the News. Bitch Frenzy. Nicht schon wieder, nein. Nicht wieder die Zeitung alle durchgehen. Are you not well? Oh Gott, die haben eine Multisex-Toilette. Ist nur ein ungewöhnliches Hobby von mir. Ich suche nach Scott. Kannst du oder willst nicht? Danke, dann suche ich selbst noch einen Hinweis. Hi Baggett, ich konnte leider nicht auf dich warten. Der Verdächtige ist zeitig los. Guck auf deinem Laptop guck dir auf meinem Laptop vom Kaffee unterwegs an. Dann geht die Tür, habe ich aufgeschlossen. Das Passwort ist unser Clan. Scott. Passwort ist unser Clan. Passwort ist unser Clan. Hat das Ding einen Hintereingang? Nee, wir haben schon alles richtig gemacht. Ich glaube, wir müssen jetzt zum Pier. Ach, verlassenen Kaffee in der Nähe. Ah, jetzt müssen wir doch da rein. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir nie erwischt werden. Ja. Oder hat das Ding vielleicht einen Hintereingang? Wir müssen jetzt erstmal gucken, weil ich habe nämlich mal die Komplettlösung dazu gesehen und da stand irgendwas drinne vom Pier. Ach, jetzt geht's. Ah, okay. Hat einer daneben geschifft? Please, keep slop sink clean at all times. Thank you. Mmm. Pepsi. Der Knaller schlechthin. Naja, du solltest da vorsichtig sein. Du kommst ja mit Kohlensäure nicht so klar. Ja. Ich habe nämlich gerade off-cam bewiesen, dass Kohlensäure mein ärgster Feind ist, aber... Da liegt ja irgendwas auf dem Tisch noch. Oh, guck gleich mal. Ist es auch bloß auf dem anderen Tresen? Das ist ja wohl mal das hässlichste, kleinste Büro, was man sich vorstellen kann, oder? Das war's da, glaube ich, nicht. Clan. Irgendein Clan. Das wäre zu einfach gewesen. Jetzt wird's albern. Gangrel, versuch's mal damit. Gehen wir mal alle durch. Ah! Das war jetzt wirklich Zufall, Leute. Erster. Beckett hat mich gebeten, mich in der Bibliothek von L.A. nach einem uralten Sarkophag umzusehen. Eines Nachts fiel mir ein anderer Vampir auf. Er schlich dort herum und sah für mich nach einem La Sombra aus. Glücklicherweise hatte ich jüngst gerade Verdunklung erlernt. Und konnte mich so einem Blicken entziehen. Jetzt bin ich neugierig geworden, was er hier in L.A. macht. Und ob es was mit dem Sarkophag zu tun hat. Also beschatte ich Entschuldigung in die nächsten Tage. Zuerst ist der La Sombra in dieses alte Haus Downtown mit dem roten Symbol gegangen. Nach einer Weile bin ich ihm gefolgt. Fand aber nur einen Schwarzen, der mich fragte, ob ich erleuchtet sei. Also ging ich. Kurze Zeit später betrat dieser neue Agent des Prinzen das Gebäude. Nicht lang danach rannte der Schwarze panisch aus dem Gebäude und kletterte runter in die Kanäle, wo ich ihn verlor. Das waren wir übrigens. Also nicht der Schwarze, sondern der Agent. In Santa Monica beobachtete ich den La Sombra beim Betreten eines alten Schrottplatzes. Ich nehme an, er wollte mit dem dort lebenden Caitiff reden. Bevor ich etwas tun konnte, erschien der neue Agent des Prinzens und der La Sombra teleportierte sich plötzlich hinter mich. Hoffentlich hat mich niemand gesehen.
Dann ist er mit einem Taxi zurück zur Bibliothek gefahren. Ich verdächtige den Nasambra, Vampiro oder Gula als übliches Kanonenfutter für den Zappa zu rekrutieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er beim KTF keinen Erfolg hatte, was den Schwarzen betrifft. Weiß ich es nicht. Mit dem Sakrophat scheint das nichts zu tun zu haben. Aber dass er ständig wieder zur Bibliothek zurückkehrt, hinterlässt doch ein mulmiges Gefühl. Ich bin ja selbst nicht so unbedingt der Kämpfer. Mal sehen, was Beckett dazu sagt. Ich habe mit Beckett im Tabakladen von Santa Monica ein Treffen arrangiert, als ich dort den Schwarzen beschattete. Er scheint da ein Stammkunde zu sein. Ich bekam zufällig mit, dass er am Ende des Piers von Santa Monica jemanden treffen wollte. Das müsste der Lasampra gewesen sein. Ich hoffe, er geht vom Tabakladen aus los und führt Beckett und mich direkt zu diesem Typen. Ja, dann müssen wir jetzt eine Verfolgerquest machen. Ja. Hält einiges aus. Ja. Haben wir wieder mal was zum Verkaufen. Da habe ich hier die Kisten kaputt gemacht. Nö, mei. Passiert. Bisschen schwund ist immer. Denn wo gehobelt wird, da fallen ja Späne. Ist was umgefallen. So. Ich würde sagen, da ist auch gerade irgendwas gefallen. Mhm. Ich habe nämlich mein Handy bewegt und damit was umgeschmissen. So. Wir gehen... Du musst ihn, glaube ich, vom Kaffee aus verfolgen. Nee, ich weiß schon, was ich machen muss. Ich habe ja... Okay. Aber jetzt weiß ich, was ich machen muss. Genau, du weißt, was du machen musst. Ich weiß, was ich machen muss. So. Sehr, sehr schön, Sabbat-Vampire. Als ob. So. Übrigens, für alle Leute, die Amazon Prime haben oder vielleicht auch Netflix guckt, auf jeden Fall bei Amazon Prime vorbei. Horrorfilme wie Halloween, ich glaube, Freitag der 13. und auch Nightmare on Elm Street sind, glaube ich, kostenlos anzusehen. Die müssten auf Prime verfügbar sein, also macht es. Es gibt ja jetzt überall so Halloween-Gedöns. Obwohl, naja, der Part kommt wahrscheinlich Anfang Dezember aus, da ist es dann wahrscheinlich auch schon wieder zu spät. mit dem Nachdenken habe ich auch nicht so, aber ja gut. Was soll's, was soll's. Das war halt jetzt die Emotion, mein Gott. Ja. Das Gebiet ist neu durch den Patch Plus, da kam man eigentlich nie hin. So, und hier müssen wir uns auf eine Bank... Platzieren. Eine Bank angucken, hier müssen irgendwo Notizen rumliegen. Bei einer Bank. Dachte ich zunehmend. Er muss hier doch folgen. Das kann natürlich auch so. Oh, hier ist Blut. Kann natürlich sagen, dass ich doch das Alleric doch recht habe und ich habe die ganze Quest. Ah! Da liegt was. Beckett, ich glaube, ich bin ausgeflogen. Es könnte eine Falle sein. Wenn ich es nicht schaffen sollte, findest du die geheime Notluke in der Kanalisation Downtown. Sie ist der Eingang zum Bibliothekskeller. Ich habe ihn für dich offen gelassen, Scott. Ist doch recht weitläufig, wenn man sich das Spiel so anguckt, ne? Schade, dass es damals in einen katastrophalen Zustand rausgekommen ist. Ja. Ist ja auch, muss ich immer wieder erwähnen, ist ja auch nicht von der Firma selber gepatcht worden. Das sind ja eigentlich alles Fanpatches hier, dass das vernünftig läuft. Bei mir auf dem Rechner lässt sich nicht mal mehr installieren. Echt jetzt? Nee. Ich hab's mit meinem uralten Rechner konnte ich spielen, also das hat mit Patch auch, den gab's damals schon. Aber gut funktioniert, weil ich glaube, der Patch kam so ein Jahr oder zwei Jahre nach dem eigentlichen Release des Spiels raus. Und da konnte ich das vernünftig auf so einem Uralt-Rechner, was weiß ich was, das war irgendwie so 900 Megahertz-Rechner oder sowas, mehr hatte der nicht. Aber da lief das gut drauf. Dann schlägt es uns jetzt nach Downtown. Aber da hatte ich Windows XP drauf, da war das eh alles ein bisschen problemloser. Also wir können gleich im nächsten Part zwei Quests in Anschlag nehmen, nämlich einmal die Quest mit dem Nocturnfährer und einmal die Quest mit
dem Typen, den wir gerade haben. Ich will endlich hier rein. So. Bossen nicht. Eine Notluke hat er offen gelassen. Eine Notluke. Sollten sie jetzt tun. Sollten sie jetzt tun. Notluke. Sieht das wie eine Notluke aus? Ja, das sind schon alle so Verbindungsschächte, aber trotzdem. Ich weiß es nicht. Zweifel zwar, dass es jetzt richtig ist. Wir suchen noch den Eingang und dann ist der Part auch schon zu Ende. Hier unten können wir uns ja frei rumbewegen, wenn wir lustig sind. Da wartet niemand auf uns. Gucken einfach jetzt mal wirklich das alles verbogene an. Ding? Das verbogene Ding, ist das neu? Ich glaube nicht, die Notluke sieht wirklich besonders aus. Wir gucken mal. Wir müssen Bibliothek. Hello, Break Hotel. 10? 10, 10, 10 ist Public Library. Wo ist es denn? Ziemlich mittig bei nach E1. Nach unten rechts. Unten, also wir müssen nach da rechts und dann nochmal rechts. Unten. Rechts. Nochmal rechts. Rechts ist doch das, aber das ist das, wo du jetzt bei den Pennern rauskamst, glaube ich. Ah, alles klar. Gut. Dann würde ich aber sagen, kicken wir uns das mal im nächsten Part an, was da passiert. Außer es kommt natürlich eine Zwischensequenz, wäre doof. Nee. Passt. Bis dahin. Ciao, Leute. Seid gespannt. Hau rein.